Tja, Glück auf und herzlich willkommen zur Pressekonferenz Spieltag Nummer 17, der Abschluss der Hinrunde im Spieljahr 2018-19. Die Sonntagsspiele: Sandhausen gegen Regensburg 2-2, Ingolstadt gegen Heidenheim 1-1 und hier das Spiel der Veilchen gegen die Lilien, am Ende 2-2 unentschieden. Beide Cheftrainer sind hier bei uns auf dem Podium und es startet mit dem Blick aufs Spiel Dirk Schuster vom SV. Ja, erstmal schönen guten Tag in die Runde. Ich glaube, ein Spiel gesehen zu haben, was gefühlsmäßig schwer zu verarbeiten ist. In der ersten Halbzeit kampfbetont, intensiv, teilweise auch hart, aber ohne Unfairness auf beiden Seiten. Beide Mannschaften ans Maximum gegangen, wenig zugelassen, kaum Großchancen, viel Zweikämpfe zwischen den Strafräumen. Ich denke, dass wir da sehr gut verteidigt haben. Ich denke, dass wir auch 3-4 Minuten vorm Halbzeitpfiff nochmal massiv unter Druck kamen, wo die Auer eine Eckballserie hatten. 2-3 Distanzschüsse, wo Ferro das erste Mal richtig eingreifen musste. Wir wurden zur Pause bereits zum zweiten Wechsel gezwungen, da Joe Wurz eine Gehirnerschütterung hat und Yannick Stark in der ersten Halbzeit stark gelb-rot gefährdet als Vorsichtsmaßnahme ausgewechselt wurde, sodass wir dann nur noch einen Wechsel zur Verfügung hatten. Ich glaube aber, dass wir in die zweite Halbzeit sehr gut gestartet sind. Aytaç Sulu eine sehr große Chance gehabt mit einem Kopfball, der knapp am Tor vorbeigeht. Serdar Dursun trifft den Pfosten. Ich glaube, Mendel hat dann noch sehr gut gehalten mit den Fingerspitzen. Und dann wie aus dem Nichts das 0-1 kassiert, wo wir uns erstmal schütteln mussten, das 2-0 noch hinterher bekommen. Aber trotzdem den Glauben nie verloren, dass man hier trotzdem noch was bewegen kann und weiter mit Mut nach vorn gespielt. Weiter auch der Überzeugung gewesen, noch was mitnehmen zu können. Und das ist das, was mich auch ein bisschen stolz macht bei meiner Mannschaft, dass wir eine überragende Moral gezeigt haben gegen eine Auer Mannschaft, die in der Vorwoche noch 5-0 bei Greuther Fürth gewonnen hat, wo wir nach dem Anschlusstreffer und dem Ausgleich auch nach außen gezeigt haben, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen. Wenn wir da in der einen oder anderen Situation vielleicht ein bisschen ruhiger am Ball sind, ein bisschen passsicherer in den finalen Pässen, wäre auch noch die eine oder andere Möglichkeit, denke ich, Großchance vielleicht auch möglich gewesen. Aber im Endeffekt muss ich sagen, haben wir uns hier hochverdient einen Punkt erarbeitet, den wir gerne mitnehmen, und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Dirk Schuster. Der Querpass rüber zu unserem Cheftrainer, Daniel Mayer. Ja, ich habe es ein bisschen anders gesehen. Ich fand, dass die erste Halbzeit so ein bisschen einschläfernd war. Ich fand es jetzt nicht so intensiv. Ich habe eher so das Gefühl gehabt, dass Darmstadt jetzt nicht so drauf erpicht war, da Schwung aufkommen zu lassen. Wir kamen ja eigentlich mit einem relativ großen Selbstverständnis aus dem Fürth-Spiel und dann plätscherte die erste Halbzeit so vor sich hin. Es passierte relativ wenig. Wir haben uns auch anstecken lassen, haben viel rückwärts gespielt, haben wenig Situationen nach vorne entwickelt. Das war nicht zufriedenstellend und konnten eigentlich nie so richtig Druck aufbauen. Das änderte sich eigentlich erst so kurz vor der Halbzeit, wo wir noch ein paar Möglichkeiten hatten. Ich glaube, wir haben vorher eine gute Szene vom Hochscheid, wo Paco da den Nachschuss knapp verpasst. Aber insgesamt war uns das viel zu wenig. Das haben wir in der Halbzeit besprochen, wollten es dann besser machen, sind auch ein bisschen aggressiver angelaufen. Machen zwei Tore. Bis dahin war aus meiner Sicht alles okay. Und dann müssen wir Jan Hochscheid verletzungsbedingt rausnehmen und Philipp Riese dann auch aus dem Gefühl heraus. Also wurden dann schon noch die Zweikämpfe mit ihm immer wieder gesucht. Wir hatten dann schon das Gefühl, dass da die Gefahr besteht, dass es eine gelb-rote Karte gibt. Und haben eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, nach den beiden Wechseln dann schon noch die Ordnung verloren, kriegen diesen Doppelschlag. Das war dann bitter. Die erste Situation, glaube ich, haben wir viermal die Gelegenheit, die Situation zu klären, gehen nicht richtig hin. Und dann kriegst du den Anschlusstreffer, kriegst sofort danach den zweiten. Und danach bin ich eigentlich froh, dass wir den Punkt mitnehmen, weil dann war es einfach vogelwild, so können wir nicht Fußball spielen. Ich finde es gut, dass die Jungs das Spiel dann unbedingt gewinnen wollen und dass sie so ein Gerechtigkeitsempfinden hatten und dann irgendwie versuchen, noch was zu drehen, aber das war einfach vogelwild. Also komplett die Ordnung verloren, ohne Absicherung gespielt, alle rennt nach vorne, völlig kopflos. Und deswegen bin ich am Ende zufrieden, dass wir den Punkt mitgenommen haben.
Klar war nach einer 2-0-Führung mehr drin, aber dann so, wie die Wechsel abgelaufen sind, so wie wir reagieren mussten, hat man dann, muss man einfach auch sagen, in der Mitte dann auch einen Qualitätsverlust zu verarbeiten. Und die Jungs, die in den letzten Wochen unser Spiel geprägt haben, da ist dann der ein oder andere vielleicht nicht 100% zu ersetzen. Und ja, da muss man einfach sagen, hat die Ordnung nicht gestimmt. Und das darf uns dann auch in der Form, ehrlich gesagt, nicht passieren. Von daher nehmen wir den Punkt mit, auch mit Blick auf die anderen Ergebnisse ist das okay. Aber da war sicherlich mehr drin heute. Vielen Dank, Daniel Mayer. Das ist die Zeit für die Fragen der Presse zum Spiel. Wenn es die gibt, bitte ganz kurzes Handzeichen. Dann kommen wir mit dem Mikrofon gerne vorbei. Frau Ingrid Geugler-Palmert, wenn ich das richtig sehe, von der Bild aus Darmstadt. Moment bitte, jetzt. Ich habe eine Frage an Herrn Schuster. Der Kollege, der Herr Mayer, hatte den Kollegen nach der Pressekonferenz erzählt, dass jeden Tag ihr Vater steht, um Infos zu sammeln, also diese Woche. Ist das so? Hat er gute Arbeit gemacht? Oder? Wir waren mit Sicherheit, glaube ich, auf das Spiel sehr gut vorbereitet. Aber mein Vater war zu keiner Sekunde letzte Woche in Aue. Ich glaube, der war das letzte Mal mit mir hier, wo ich das Pokalspiel gegen Mainz mir angeschaut habe. Und das kann ich absolut ins Reich der Fabel verweisen. Trotzdem haben wir, glaube ich, die taktische Marschroute, wie wir die Aue auch gesehen haben und analysiert haben, vorzeitig zu pressen, keinen geregelten Spielaufbau aufkommen zu lassen. Sehr gut umgesetzt und dementsprechend sah das Spiel dann auch in der ersten Halbzeit aus, geprägt von sehr wenig Torchancen, das ist richtig. Gibt es weitere Fragen? Thomas Narendorf von der Morgenpost. Herr Mayer, mit 19 Punkten jetzt nach 17 Spielen, wie fällt das Fazit der Hinrunde aus? Ja, wilde Fahrt. 19 Punkte, denke ich, sind okay. Der Abstand nach unten ist auch okay. Trotzdem bleibt so ein bisschen das Gefühl, nicht nur heute, sondern auch rückblickend, dass ein paar Punkte mehr durchaus drin gewesen wären. Ja, wir nehmen es jetzt so mit, wir können es nicht mehr ändern. So. Ich denke, dass es eine gute Basis ist für die Rückrunde. Wenn man die 40 Punkte anpeilt, ist jetzt sicherlich einer zu wenig. Aber wir haben immer wieder betont, dass wir uns in der Entwicklung befinden, dass wir auch ein paar Erfahrungen jetzt gemacht haben, an denen wir dann noch arbeiten wollen, wenn wir dann noch die zweite Vorbereitung gemeinsam haben in der Konstellation und sind eigentlich sehr optimistisch, dass unsere Entwicklung nicht abgeschlossen ist, dass viele junge Spieler mit drin, die auch ihre ersten Erfahrungen machen auf dem Niveau und von daher glaube ich, wenn man sich die Liga anguckt und wenn man auch sieht, welche Mannschaften doch massive Probleme haben dieses Jahr und unter welchen Voraussetzungen wir gestartet sind, ist das okay, ist das im Soll? Aber es ist sicherlich nicht das Optimum gewesen. Gibt es weitere Fragen? Die gibt es nicht. Dann blicken wir ganz kurz auf den Rückrundenstart. Und der ist schon am kommenden Sonntag für beide Mannschaften. Dann nämlich Darmstadt 98 zu Gast in Paderborn. Und die Veilchen zum Abschluss des Kalenderjahres 2018. Zu Hause gegen den 1. FC Union Berlin. Das war's für diesen dritten Advent. Ihnen noch einen schönen restlichen Sonntag und ansonsten sagen wir Glück auf und auf Wiedersehen nächste Woche Sonntag im Erzgebirgsstadion. Den Darmstädtern eine gute Heimreise. Glück auf!